Hey, ich bin hier mit Sanito im Songwriting Camp Saarbrücken. Ja, was geht? Was geht bei dir? Alles gut? Boah, ja, bei mir ist auf jeden Fall alles gut. Die Tage auf jeden Fall ein bisschen viel zu tun, aber ja, Mann. Hast du bisher eine schöne Erfahrung hier? Safe. Wir haben gestern auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Song gemacht. Was steht heute noch bei dir an? Erstmal natürlich Release so. Erstes Mal, meine neue Single ist draußen. By the way, happy Release. Danke, Bro. Ey, so nice, wirklich. Das war so ein Song, der mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, so, weil in Vergangenheit habe ich halt eher sehr, sehr deepe Sachen gemacht, sehr, sehr viel Heartbreak, so, weißt du, ich meine? Mhm. Sehr, sehr viel verarbeitet in der Musik. Es war sehr, sehr düster, vielleicht auch teilweise. Aber erstes Mal ist halt genau das Gegenteil. So, das ist der erste Song, den ich je gemacht habe, glaube ich, der sehr positiv ist, der sehr, sehr gute Gefühle rüberbringt, der sehr so aus diesem Schmerz rauskommt, so, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich fühle mich auch besser. Weißt du, ich meine, so, es ist zum ersten Mal, dass ich, glaube ich, mich sehr, sehr gut fühle und vielleicht auch sehr, sehr glücklich bin. So. Und ich glaube, das zeigt der Song auf jeden Fall. Also dann hoffe ich auf jeden Fall, dass der gut gehen wird, der Song. Hast du ein Video? Kam auch, ja. Okay. Ich hab's halt ein bisschen vercheckt, so, weil wir gestern ja noch den Song gemacht haben, so, ich hätte es eigentlich eher hochladen müssen, so, aber und wann ist auf es jeden jetzt, Fall. Ist es jetzt schon draußen? Ist jetzt schon draußen, ist genau. Draußen, okay. Genau, ist draußen. Nice. Dann check das auf jeden Fall ab. Okay, dann würde ich kurz zu unseren 10 kurzen Fragen kommen. Safe, let's go. Geht's mit dem Mic? Ja, safe. Perfekt. Dann wäre meine erste Frage an dich: Arbeitest du aktuell an einem Projekt? Arbeite ich an einem Projekt, also nicht gezielt tatsächlich, also ich arbeite nebenbei an einem Tape, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, dann und dann kommt es, oder es ist eher so nebenbei und ich schaue einfach mal, wann der Zeitpunkt da ist dafür, aber nicht gezielt, aber ihr könnt euch auf jeden Fall dieses Jahr drauf freuen, aber wenn, dann eher nach dem Sommer so. Im Sommer wird auf jeden Fall noch viel so Single-Action kommen, ich denke so gegen Herbst, Winter rum wird vielleicht dann ein Tape auf jeden Fall kommen. Ja. Nice. Gibt es da irgendwelche Artists, jetzt auch auf diese Singles bezogen, die jetzt in nächster Zeit kommen werden, mit denen du zusammengearbeitet hast? Da gibt es auf jeden Fall welche, aber da würde ich, glaube ich, jetzt noch nicht, okay, noch nicht so viel vorwegnehmen. Dann so. Bleibt das erstmal geheim. So. Aber ich denke mal auch Leute, die man so aus meinem Umfeld schon kennt, so nice, vielleicht, nice. Also es sind jetzt nicht so großartig viel neue so, aber ja, safe auf jeden Fall die Leute, mit denen ich auf jeden Fall bin. Nice, nice. Dann verfolgt den mal weiter, dann werdet ihr es nicht verpassen. Dann, nächste Frage. Was ist der most underrated Artist, deiner Meinung nach? Most underrated Artist? Im Moment, was habe ich gerade gesagt? 44 Phantom, den finde ich sehr, sehr hart. Arias und Breakins auf jeden Fall. Ja, man, die check, drei sind check safe. Die, diese insane, aus, ja, falls ihr sie nicht kennt. Auf jeden Fall. Okay, dann nächste Frage. Wenn du dir irgendeinen Ort auf der ganzen Welt aussuchen könntest, wo du deine Basis aufbaust, wo du lebst, so, was wäre das für ein Ort? Boah, das ist eine sehr geile Frage. Auf jeden Fall ein Ort, wo sehr viel Natur ist, wo es sehr ruhig ist. So Hawaii oder so. Mhm. Weißt dann du, so mehr Hawaii. In der Zivilisation oder ein bisschen abgeschiedener? Oder schon was? Abgeschiedener, safe. Nächste Frage wäre, wenn du jetzt einen Song machst, wie gehst du ran? So, machst du, bist du eher der Freestyle-Type, eher am Punchen, am Text schreiben oder mehr so einmal komplett Top-Lines drüber oder wie gehst du vor? Das ist eigentlich voll verschieden. Also ich glaube, für mich ist halt wichtig, dass man so ein bisschen auch aus der Comfortzone rausgeht so und mal ganz anders an Songs rangeht, so, weil ansonsten geht der Spaß verloren. So zum Beispiel, wir haben letztens einen Song gemacht, ich und Wings haben letztens einen Song gemacht, so, er hat mir wirklich nur ein kompletten Achterloop von der Gitarre gesendet, so, und ich habe einen kompletten Song, ich habe mir den selber reingezogen, so, den Loop ein bisschen gezogen, so in die Länge, und dann habe ich auf den kompletten Song halt auf diesen Loop aufgenommen, so, und im Nachhinein haben wir erst die Drums dazu gespielt und I don't know, es ist halt voll verschieden, aber meistens, wenn ich jetzt so im Studio mit dem Produzenten so bin, dann schon so, dass wir ja anfangen, eine kleine Idee, aber meistens bin ich dann schon so ungeduldig, so, ich habe dann schon so eine Idee im Kopf, weißt du, und dann ist so, lass mich ans Mic und der Beat ist halt wirklich noch gar nicht fertig, es steht nur so die erste Melodie oder so und ich habe dann schon den halben Song so quasi fast schon aufgenommen, so, dann machen wir den Rest so dazu, also ist halt voll verschieden, aber meistens, okay. Ja, geht das eigentlich so. Und soll es sich, also du hast jetzt nicht so dein komplettes Fest, nee, und so, nee, voll muss nicht. Als erstes das, dann muss das, dann muss das, sondern so relativ. Es ist sehr, frei. ja, voll, es ist wirklich komplett durcheinander, aber ich mache halt auch meistens alles am Mic, so zum Beispiel erstes Mal, das war richtig funny, so, da hatten wir die Gitarre, das habe ich in Hannover, Shoutouts Icarus, wirklich krasser Produzent auch, es war so eine geile Session, so, da hatten wir halt die Gitarre so,
Und ich hatte direkt die, diese Idee mit, ich sah dich zum ersten Mal, so, das war direkt, der Satz war direkt da. Also, ne? Und dann dachte also ich so, als er angefangen hat zu... Genau, das war einfach direkt dort so. Geil. Ist ja okay, shit. Scheiß drauf so, er hat die Gitarre dann eingespielt und es war halt nur die Gitarre dort so. Und dann hatte ich schon auch den kompletten Text, so, ich sah dich zum ersten Mal, dass ich dich nicht vergessen kann, da, da, da. Und ja, dann haben wir das aufgenommen, dann hatten wir quasi schon mal so die Hook, weißt du, und dann habe ich direkt dann auch den Part schon aufgenommen so, und dann hatten wir auch erst so Drums zugespielt, aber dann haben wir gedacht, okay, nee, das muss diesen Akustik-Vibe haben, so, und deswegen kommen ja bei erstes Mal, kommen ja erst später diese Drums rein, ja, deswegen kommt der Drop halt ziemlich krass so, aber ja, es war halt auch ziemlich, aber ja, immer verschieden. Auf jeden. Ja, Mann, safe. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich jetzt da nicht so hart reinzustellen, nee, so, yo, ich muss ja, das ja. jetzt genauso. Genau. Und so entstehen dann halt auch Sachen, die man vielleicht auch sonst nicht erwartet, so, weil wenn man immer ein Beat halt schon fertig hat, so, und dann ist es Hook-Part und so, und ich weiß nicht, ich bin da so, ich muss da ein bisschen rauskommen aus diesem Standard-Pattern so und muss da irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen künstlerisch rangehen und ich feiere das auch jetzt nicht, wenn es immer ja, von der Struktur her auch gleich ist. Lieber zu Hause recorden oder in einem Studio? Beides, würde ich sagen. Hat beides seinen eigenen, so, ich habe jetzt ziemlich lange immer nur zu Hause alleine recorded so und es ist auch geil, das mache ich auch immer noch und das werde ich wahrscheinlich auch immer noch weitermachen so, aber trotzdem habe ich jetzt so ein bisschen so Leute wie Wings kennengelernt, jetzt hier die Jungs, die alle mega korrekt sind, so auch Hannover, Icarus oder Balu, so, mit denen es einfach so Bock macht, Sessions zu machen, weil alle einfach so ein bisschen ihren Senf dazugeben und geile Ideen reinbringen, so, die vielleicht alleine auch nicht möglich wären, so, da muss man auch einfach sein Ego zurückstecken, so, weil wenn man immer nur alleine recordet, man ist es gewohnt, aber es ist einfach geil mit Leuten, mit denen man sich wirklich auf einer Ebene trifft, so. Momentan tatsächlich macht's eher Bock, glaube ich, würde ich sagen, Studio so. Aber immer wenn ich zu Hause bin, so, dann wird auch recorded, weil ich muss halt recorden, wenn die Idee auch da ist. So, ich könnte zum Beispiel jetzt nicht sagen, okay, ich habe die Idee so, ich schreibe das jetzt und record morgen so, weil dann bin ich ja gar nicht mehr in dem Film so. Weißt du, dann bin ich ja schon wieder raus. So, und, dann, ja. Und was ist bei dir zu Hause? Wo kommst du her? Ich komme aus NRW. Ja, ist okay. Eine eher Kleinstadt so. Okay. Ja. Und aktuell aber viel hier, unterwegs, genau. Ich bin jetzt nächste Woche oder übernächste Woche auch nochmal in München. Es geht in München? Auch Session, so, aber mit wem, glaube ich, darf ich noch nicht verraten, aber... Okay, dann bleibt ja. Das erstmal geheim so. Ja. Ihr werdet es hoffentlich vielleicht noch erfahren. Ich hoffe auch, ja. Okay, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Es hat diesmal jetzt nichts mit Musik zu tun, und zwar Cash oder Card, geldmäßig bezogen. Ich bezahle tatsächlich eher mit Karte, aber eigentlich auch kacke so. Weißt du? Eigentlich schon besser Cash. Beides so seine Vorzüge, so, da waren die Antworten ein bisschen, manche waren ganz klar, oh, Karte ist viel besser, die anderen waren so, oh, eher Cash, so, aber ja. Ich sage mal Cash. Cash, okay. Ja, würde ich glaube ich auch nehmen. Okay, vor allem, da kannst du so Trinkgeld noch geben und so, weißt du. Zum Beispiel das, und Karte ist halt teilweise auch, verlierst den Überblick, so hältst es hin, so, man sieht gar nicht, wie viel weggeht, voll. Geht das teilweise, glaube ich, ganz schnell. Okay, dann nächste Frage, auch auf deinen Recording-Prozess bezogen, und zwar Rekorden lieber im Sitzen oder im Stehen oder im Liegen? Im Liegen habe ich noch nie ausprobiert, Digga, aber das könnte vielleicht gut funktionieren. So. Könnte krass sein. Könnte ich mir vorstellen, dass es mit dem Atem ein bisschen schwierig wird dann. Aber ansonsten würde ich sagen, sitzen schon eher. Mhm. So, gestern haben wir angefangen so, da habe ich die erste Hook und den Part im Sitzen gemacht so, und dann brauchten wir für die Hook, wo die Drums dann dazu bekommen sind, so mehr Energy, und dann bin ich aufgestanden so, aber ja. Ich fühle mich halt wohl im Sitzen so, ich weiß nicht, viele, also die meisten, glaube ich, recorden im Stehen so, aber ich würde schon sagen, eher sitzen. Okay. Aber beides nice. Dann nächste Frage wäre, wenn du ein großes Projekt machst, würdest du dann eher ein Album anpeilen oder eher so Mixtape-Type? Momentan Mixtape so, aber es ist halt, glaube ich, so von jedem Artist so ein Ding, so mal so ein richtiges, komplettes Album zu machen so, aber da würde ich mich auch wirklich, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Jahr einschließen so und dann wirklich nur an diesem Projekt arbeiten so, wo ich sagen kann, okay, das ist ein komplettes Produkt so am Ende des Tages, aber ich hätte Bock auf ein Album so, aber momentan würde ich schon eher sagen, es macht nichts. Das ist eher nochmal Zukunft. Genau, das ist eher noch Zukunft. Aber wenn du ein Album machen würdest, so hättest du, was wären Producer, die du da zu 100% mit dabei haben würdest? Safe auf jeden Fall Wings, auch Icarus,
also eigentlich genau das Team. Da hat sich irgendwie was zusammengefunden, so, das fühlt sich echt an so, und das würde ich jetzt erstmal gerne so beibehalten. Na man, nice. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig, also dass man genau, dass jetzt man nicht das nur das, okay, du kommst zum Produzenten und es wird ein Produkt zusammen gemacht, so, sondern wirklich. Genau, man hat da so Leute, mit denen man öfters arbeitet, und das ist halt das Ding, wenn du zum ersten Mal zu einer Session gehst, du bist halt erstmal noch so, weißt du, weil ich bin halt so auch schon eher eine ruhige Person, ich bin nicht so, dass ich jetzt so auf die Leute gern so krass zugehe oder dann erstmal so laut bin, sondern ich bin erst so, check die Lage so, und wenn du dann mit neuen Leuten immer bist, ist erstmal so dieses Eis, was gebrochen werden muss, weißt du? Ja. So, und dann, wenn das erstmal gebrochen ist und man sich dann so, dann ist es halt geil so, und ja, die Leute, die jetzt da sind, ist einfach super echt alles, was wir machen, finde ich. Nice. Das freut mich zu hören. Dann hoffe ich, wird vielleicht irgendwann in den kommenden, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch mal an einem Album gearbeitet, übernächstes vielleicht, Mal sehen. Ne? Ja. Da soll sich auf jeden Fall nicht reinstürzen. Genau, genau. Sondern dann, wenn es passt, dann kommt es einfach. Autotune oder kein Autotune? Oder sehr geringe Autotune oder ganz schon, starker oder schon sehr gering, würde ich sagen, weil ich mag halt eher diesen echten Sound. So, ich mag nicht, wenn es sich nach Autotune anhört, wenn die Töne sehr krass greifen. So, ich mag es eher, dass man das als Stil mit ein bisschen benutzt, so, um vielleicht das ein bisschen feiner zu gestalten, so, aber Mittel, beides. Okay, also ja. Du schaust schon, dass du das auch möglichst gut genau. Richtig einsingst, so, und dann halt genau, so genau, für die genau. Feinheiten. Genau. Okay. Ein letztes Ding können wir noch machen. Okay, Instrumental 80 BPM oder 200 BPM? 200 BPM. 200? Ich muss schnell sein. Nee, also es kommt halt drauf an, aber ich bin schon 200. Gestern auch die Jungs, wir waren erst bei 150 BPM so, und wir hatten den Song schon ein bisschen geschrieben, ich so schneller. Waren wir bei 160, schneller. Ich so schneller, und dann sind wir bei 180 gelandet so, und dann okay. Ich so schneller, und die Jungs so nein, und ich so schneller, und dann ja, scheiß drauf, habe ich gesagt, ja, 180 passt. Okay, war das dann der Kompromiss? Ja, ja. Nice. Okay, ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle noch ganz viel Spaß beim restlichen Songwriting Camp, noch ich viel Spaß dir. Bei der heutigen Session. Ich danke dir. Mit euch Young Raider, mit Wings und genau. Ihr drei, oder? Und Ian, glaube ich, noch oder sowas? Genau, ja. Schon? Okay. Genau. Nice, dann vielen Dank fürs Interview. Ja, Mann, Interview. Ey, ich danke dir, ja. Shoutouts auf jeden Fall nochmal LTB Magazine. Genau, falls sonst noch irgendwelche Shoutouts, ist jetzt die Zeit. Boah, Shoutouts an alle. So, ich will keine Shoutouts nennen, weil sonst vergesse ich einen und dann... Ja, okay. Das wird mein Herz brechen, so, ne, auf jeden Fall. Aber ich verteile auf jeden Fall einen Shoutout an Sanito, dass du hier kurz vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Shoutout an Carbonara Studios, Shoutout an Shoutout an Lukas Adamidis, Shoutout an Halle 99, Thiago, Boys to Cry, alles, die das wichtig. Hier auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften oder immer noch jetzt dabei sein dürfen. Genau. Wir werden jetzt rausgeschmissen danach. Wir haben uns hier reingesneakt. Nee, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.